Liebe Emmercherinnen und liebe Emmercher, in den vergangenen zwei, drei Tagen haben wir vieles über Lockerungen, über Erleichterungen erfahren in Verbindung mit der Corona-Krise. Leider müssen wir aber auch feststellen, dass es seit gestern ein neues Todesopfer gibt in Emmerich. Ein 65-jähriger Mann ist an den Folgen der Corona-Erkrankung verstorben. Was hat die Woche uns gebracht? Seit zwei Tagen sind, und Sie sehen es hinter mir, die Kinderspielplätze wieder eröffnet. Das bedeutet für viele Familien weitere Erleichterung und wieder neue Bewegungsfreiheiten für die Kinder. Was ist noch angekündigt worden? Ab der nächsten Woche können wir wieder mehr Sport treiben. Wir können auch wieder in die Gastronomie gehen. Die Gastronomie darf geöffnet bleiben. Geschäfte über 800 Quadratmeter dürfen geöffnet bleiben. Und die Schule fängt wieder an. Wenn auch nicht im gewohnten Umfang, aber doch zumindest so, dass die Kinder wieder die Schule besuchen dürfen. Leider haben wir bisher keine genauen Ausführungsbestimmungen erhalten. Da warten wir seitens der Landesregierung drauf. Die sind versprochen worden. Und ich darf Sie bitten, halten Sie unsere Internetseite der Stadt Emmerich im Auge. Dort werden wir, sobald wir genaueres haben, Details auch wieder veröffentlichen können. Ich weiß, dass es viele Fragen gibt, die wir aber im Moment leider noch nicht beantworten können. Was passiert noch? In der nächsten Woche tagen auch wieder die ersten politischen Gremien. Es gibt viele Dinge zu beraten, unter anderem auch die Frage der Parkplatzgebühren, die uns schon seit längerem begleitet. Wir als Verwaltung werden an diesen Parkplatzgebühren festhalten wollen. Das ist unser Vorschlag. Es gibt einen politischen Antrag, bis Juli 2020 auf die Parkgebühren zu verzichten. Wenn man mal den Vergleichszeitraum zu 2019 heranzieht, dann reden wir über fast 50.000 Euro, die wir im Moment sehr gut für unseren eigenen Haushalt gebrauchen können, weil die Corona-Krise auch für den Haushalt massive Einschränkungen mit sich bringen wird. Ein anderes Thema sind die Sondernutzungsgebühren für die Gastronomie. Da, wo draußen Stühle stehen, muss bezahlt werden. Es gibt einen politischen Antrag, auf diese Gebühren zu verzichten. Wir als Verwaltung, ich als Bürgermeister, tragen diesen Antrag gerne mit, weil es wichtig ist, dass die Gastronomie die verlorenen wirtschaftlichen Einbußen wieder aufholen kann. Ich darf Sie aber trotzdem bitten, bei allen Lockerungen, die wir jetzt in den letzten Tagen erfahren haben, wird es wichtig bleiben, Abstand zu halten und die Maske zu tragen. Es lässt sich beobachten, dass viele sich nicht mehr unbedingt an diese Maßgaben halten, aber wichtig ist, sich an diese Vorgaben zu halten. Tragen Sie Ihre Maske, halten Sie Abstand, weil die Lockerungen, die wir jetzt erfahren haben, wollen wir lange erhalten und letztendlich keinen Schritt zurück machen, sondern einen Schritt nach vorne. Von daher, bleiben Sie gesund, halten Sie sich an die Maßgaben und wir werden in der nächsten Woche wieder berichten können, was es vielleicht an Neuigkeiten für Lockerungen gibt. Dankeschön.